Ja, perfekte Stimmung auf der Alm. Über 18.000 Zuschauer bedeuten Saisonrekord. Beste Voraussetzung also für ein Top-Spiel. Das Duell von Arminen-Coach Norbert Meyer gegen seinen Ex-Co-Trainer Gino Lettieri. Nach dem gemeinsamen Abstieg in der letzten Saison wechselte er als Chefcoach nach Duisburg und das mit Erfolg. Sein MSV, ganz in Grün, begann mit viel Selbstvertrauen und auch spielerisch gefällig. De Witt, Doppelpass mit Onuekbu. Erste ordentliche Möglichkeit für die Gäste. Insgesamt die Anfangsphase mit viel Tempo von beiden Teams. Dabei die Duisburger mit mehr Präsenz im Mittelfeld. Fälscher. Und da kommt Janjic, 1-0 Duisburg. Zlatko Janjic. Fälscher mit allem Platz dieser Fußballwelt zum Flanken. Und dann demonstriert Janjic einmal mehr seine Qualitäten, Technik und Durchsetzungsvermögen. Die Arminia in der Vorwärtsbewegung ohne erkennbare Struktur, vieles nur dem Zufall überlassen. Das ist Hemlein. Muss man mehr draus machen, aber viel mehr gefährliche Aktionen brachte das Team von Norbert Meyer auch nicht zustande. Freistoß auf der anderen Seite, Zlatko Janjic, bekannt für einen Strammschuss. Und das ist so einer. 2-0 Duisburg. Durch die Urgewalt eines Zlatko Janjic. Zweiter Treffer in diesem Spiel. Aber bei aller Anerkennung der Schusstechnik, die Mauer von Hemlein und Ulm desolat macht den Weg frei für Janjic. Ja, unter der Tabellenzweite nochmal mit einer Ecke kurz vor der Pause, hereingegeben von Dick. Und dann ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Hartmann, Strafstoß. Seine Entscheidung, Unverständnis bei den Duisburgern. Zunächst ein normaler Zweikampf zwischen Schorsch und Klos. Und dann kommt auch noch Grote dazu. Schwer zu erkennen, warum Klos wirklich zu Fall kam. Aber die Entscheidung stand. Elfmeter Bielefelds. David Ulm, souverän, verlädt er Ratajczak, der Anschlusstreffer durch David Ulm. Ratajczak in der falschen Ecke und mit diesem 1:2 ging es auch in die Pause. Nochmal Hoffnung beim Bielefelder Anhang. Nach dem Wechsel die Arminia sofort ab wieder Anpfiff mit ganz anderer Entschlossenheit und sowas wie mit einer Spielidee. Das ist Dick. Und dann springt Klos am höchsten. Der Ausgleich durch Fabian Klos. Der Top-Torjäger der Arminia. Jetzt wie MSV-Doppeltorschütze Janjic auch mit Saisontor Nummer 13. Das Stellungsspiel von Schorsch und Fälscher schwach. Der Sprungkraft von Klos einfach nicht gewachsen. Norbert Meyer völlig losgelöst. Und seine Jungs wollten nach dem blamablen 0:3 letzte Woche bei Fortuna Köln hier offensichtlich nicht nochmal die Punkte verschenken. Im Gegenteil, Schuppan. Knappe Stunde war jetzt vorbei. Duisburg wirkte deutlich angeschlagen. In der Rückwärtsbewegung fehlte plötzlich jede Ordnung. Wieder Schuppan. Und dann springt scheinbar wieder nur einer. Fabian Klos, auch er macht seinen Doppelpack. Bringt die Arminia in Führung. Der Abwehrversuch von Innenverteidiger Bajic, dilettantisch. Die Kopfballtechnik von Klos dagegen perfekt. Was hat Duisburg jetzt noch zuzusetzen? Und die Zebras kamen. Kühne, Pfosten, Gadawski, der Ausgleich, aber denkst du, die Fahne des Assistenten war oben. Abseits die Entscheidung und die war richtig. Gadawski deutlich vor Schuppan, keine neue Spielsituation, es blieb beim 3:2. Und keine 3 Minuten später nochmal Freistoß Bielefeld, getreten von Dick und der sucht natürlich Fabian Klos. Und dem gelingt heute auch einfach alles. 4:2, sein dritter Treffer. Das Ganze in einer Halbzeit, das nennt man Hattrick. Dazu noch 3-mal mit dem Kopf, mehr als außergewöhnlich. Klos jetzt alleiniger Top-Torjäger der Liga mit 15 Treffern. 4:2 der Endstand, Fabian Klos und die Arminia mit einer nahezu perfekten zweiten Hälfte.